Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch ein bisschen neues Drogerie-Make-up ausprobieren und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich starte jetzt erstmal mit einem neuen Primer quasi. Ich habe eben mein Gesicht abgewaschen. So ein bisschen Sand habe ich noch überall. Das ist von Garnier Skin Active, der Vitamin C Daily UV Ultraleichtes Fluid. Ist ein Lichtschutzfaktor, ne? Und der soll halt auch noch Glow mit dabei haben. Letztes Mal hat das irgendwie, also mit einem anderen zurückgespult. Letztes Mal, als ich mal ein Video gedreht habe, hatte ich einen Lichtschutzfaktor komplett aufgetragen und die Foundation drüber habe es dann nochmal abnehmen müssen, weil es nicht miteinander harmoniert hat. Jetzt versuche ich einfach nur, den auf der einen Seite aufzutragen. Auf der anderen Seite verwende ich dann einfach einen, den ich aus meinem Project Pen nehme. Also quasi ein Primer, den ich schon länger kenne. Dann kann ich nämlich direkt herausfinden, ob es jetzt an der Foundation oder an dem Primer liegt. Und ja, den verteile ich mir jetzt erstmal. Ich muss mal gucken, ob ich da nicht noch ein bisschen mehr hätte von nehmen sollen müssen. Vielleicht ein kleines bisschen mehr. Ich blende mir das hier auch den Hals nochmal runter. Der hat doch irgendwie eine leichte Tönung mit dabei durch den Glow, ne? Das sieht man vielleicht hier ganz gut. Ja, da sieht man es richtig gut. Man sieht es im ganzen Gesicht ganz gut. Ui. Also pur wäre das wahrscheinlich eher weniger was für mich, weil das halt fleckig aussieht, dadurch, dass es halt getönt ist. Ich habe keine kleinen Handtücher mehr hier oben. Ich muss jetzt so ein Riesending nehmen. Wow. Und für die andere Seite nehme ich aus meinem Project Pen die Revolution Pro Miracle Cream. Fühlt sich auf jeden Fall nicht so, ja, wie soll ich das sagen, so wenig auf der Haut an. Ne? Also hier habe ich definitiv mehr Feuchtigkeit. Und hier ist wirklich alles sehr, sehr, sehr nicht so Feuchtigkeit gespendet. Egal, ich lasse jetzt beides ordentlich einziehen. Ein Primer muss er eigentlich nicht so lange einziehen lassen, aber halt einen Lichtschutzfaktor, bevor man da halt eine Foundation hoch drüber gibt. So Viertelstunde, halbe Stunde und dann machen wir weiter. So, wir haben jetzt ein bisschen später. Ich habe das Fenster mal aufgemacht, damit sie ein bisschen lüften kann. Und ihr hört jetzt abends um 8:30 die Vögel zwitschern. Ich trage mir darüber jetzt die Yepoda The Dewy Day Foundation in der Farbe N1 auf. Die habe ich mir jetzt ganz neu gekauft, denn viele haben sie mir empfohlen. Ich weiß jetzt nicht, also ich werde jetzt nicht dieses Puffelchen verwenden. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich nehme hier aus der Essence Hello Kitty Limited Edition mir ein Schwämmchen. Ich glaube, dass man die ganz gut trocknet. Auftragen kann. Oder muss ich das nass machen? Ich versuche es jetzt erstmal mit einem trockenen Schwämmchen. Bin jetzt einmal reingedippt und gehe dann über mein Gesicht. Farbtechnisch werden wir auf jeden Fall Freunde, muss ich sagen. Das ist jetzt hier kein Drogerieprodukt, ne? Aber ich trage es mit Drogerieprodukten auf und ich habe sie halt einfach da, wollte sie jetzt mal ausprobieren. Ich dachte, vielleicht interessiert euch, welches Produkt ich dann quasi jetzt gerade verwende. Ich sag mal so, ne? Wenn ich jetzt so links und rechts im Vergleich sehe, ich kann den Hype auf den ersten Swipe ganz gut verstehen. Holla die Waldfee. Also die gefällt mir auch sehr gut. Es sieht jetzt alles sehr, sehr glowy, sehr, sehr speckig aus. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch an der Foundation liegt, oder? Schreibt mir das gerne mal, falls ihr die auch schon mal getestet habt. Ich glaube, dass die, ich hätte die vielleicht mal vorher swatchen können, ja. Die ist schon so ein bisschen, die hat ja auch einen Lichtschutzfaktor von 30 mit drin, ne? Schon sehr, wobei die jetzt auf den Fingern gar nicht so speckig wirkt. Keine Ahnung. Also schon nicht von schlechten Eltern. Und da ist Sand. Ein klitzekleines bisschen Concealer aus meinem Project Pen, den Nabla Regeneration, den ich gerade nicht aufkriege, weil ich zu schmierige Finger habe, verwende ich trotzdem. Und mit Claudis Welt 10 könnt ihr nochmal on top 10% Rabatt bekommen. Doch mit Concealer finde ich es noch ein bisschen fresher, weil dadurch halt alles wirklich nochmal ein bisschen wegradiert ist. Das hört sich auch irgendwie so blöd an, ne? Hier von Catrice aus dieser Santorini Limited Edition habe ich den 1001 Sun of Rhodos, ein Bronzer, der Liquid ist. Das sieht sehr, sehr opulent aus. Man soll es vorher schütteln. Ich glaube, den musste man drehen, ne? Das ist hier mit so einem Puffel oben dran. Oh, der fühlt sich aber gut an. Ja, oh, Hilfe. Genau, da kommt direkt schon viel raus. Trägt man sich das dann so auf? Ich gebe es mir erstmal auf den Handrücken, Leute. Ich bin jetzt erstmal vorsichtig, ne? So schaut es aus. Trage ich mir dann mit dem Schwämmchen auf. Ah doch, das hätte man schon direkt aufs Gesicht geben können, ne? Weil so super krass ist der erfreulicherweise nicht. Also nicht so zu stark pigmentiert, was ich persönlich für meinen sehr hellen Hautton immer sehr nice finde. Weil ansonsten wird das schnell bei mir zu viel, ne? Gut, lässt sich auch wirklich enorm ausblenden. Komm, versauen wir das Schwämmchen, wir kriegen das hin. Aber direkt damit ausblenden kannst du natürlich nicht. Also, das würde ich jetzt, also,
eher weniger machen. Dafür dann eher ein separates Schwämmchen. Also die Packung schreit lauter, als das Produkt letztendlich auf dem Gesicht ist. Ne? Aber ich finde es für mich persönlich sehr schön so. Von L'Oreal habe ich Perfect Match mattierendes Hautton anpassendes Puder mit Hyaluronsäure in der Farbe 2N gefunden. War auf so einem Neuheitenaufsteller von den L'Oreal Produkten und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Oh, ich könnte das ja mit einer Pinzette aufmachen von Hello Kitty mit Essence. Die habe ich nämlich gekauft. Und ich finde das immer großartig, dass man halt das so zugeklebt hat. Das könnte ich jetzt auch irgendwie mit dem Messer machen oder so, aber ich habe sie da. Ja, fühlt sich ganz gut an. Ich glaube, das kann das Ganze hier auch so ein bisschen mal weniger speckig aussehen lassen. Wobei ich ja eigentlich Glow sehr gerne mag, aber ich glaube, das hier ist jetzt auch gerade ein bisschen viel. Erstmal auch so ein bisschen um die Augen drumherum. Ah, okay. Entweder habe ich eine extrem glowy Base oder es macht halt nicht totmatt, weil ich kriege hier noch so ein bisschen Glow, was ich sehr schön finde. Hautton anpassen finde ich immer ein bisschen schwierig von der Aussage her. Aber es gibt ja unterschiedliche Farben und ich würde einfach sagen, diese Farbe passt bei mir, ne? Aber das muss ich echt sagen, meine Foundation bzw. mein Gesicht, meine Haut, das sieht fantastisch aus. Ich bin beeindruckt. Nochmal Hello Kitty ist hier am Start und zwar habe ich hier diesen Blush-Lighter. Der schaut immer so aus, it's the inside that counts, das Innere zählt, ne? Ja, schauen wir mal. Ich gehe jetzt einfach komplett durch, ne? Arbeite das ein bisschen in meine Hand ein, dass ich nicht das so bam aufs Gesicht kriege. Und dann kommt es auf meine Wangen. Ja, man hat echt derbe Glow mit drin, das stimmt definitiv. Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz süß. Na, wobei der Glitzer ist schon sehr, sehr grob, das muss man sagen. Ne? Das ist jetzt nicht nur so ein Hauch von Schimmer, Schein und Glow, sondern es ist halt Glitzer. Das ist wirklich so. Und das war voll crazy gereimt hier. Muss man mögen, ne? Aber ich finde es jetzt so eigentlich mit allem so zusammen echt süß. Highlighter habe ich jetzt zwei. Da habe ich einmal hier diesen Hello Kitty Roller Highlighter. Den tragen wir uns mal auf dieser Seite auf. Das ist halt Puder hier drin, ne? Das heißt, von der Applikation her finde ich das ein bisschen schwierig. Aber wir versuchen es mal. Einfach so leicht hier so rollen. Da kommt nichts. Doll rollen. Da kommt nichts, glaube ich, oder? Nee, also, nee. Muss man das vielleicht auf... Nee. Ich hatte das nämlich, als ich das fürs Short gemacht hatte, auf ungeschminkte Haut quasi draufgegeben. Vielleicht mag das Ding kein Puder oder so. Habt ihr das irgendwie ans Laufen bekommen? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier habe ich jetzt auch aus dieser Santorini LE von Catrice die Glowy Face Palette. Da haben wir aber eigentlich nur Highlighter drin. Ich weiß gar nicht, warum die Glowy Face heißt. Ah, okay. Vielleicht hätte man den als Bronzer tragen können. Weiß ich gar nicht. Ich swatch die dreimal, die wir hier drin haben. Sehr, sehr abgefahrene Konsistenz. Ja, der Sunclusive, den kann ich gleich vielleicht nochmal als Bronzer auftragen. Den haben wir hier. Dann haben wir hier einen rosafarbenen Highlighter Sun Obsessed. Finde ich sehr hübsch. Und den Santorini. Ich glaube, die beiden im Kombi wären für mich persönlich halt perfekt, ne? Weil der hier ist ein bisschen zu gold, ein bisschen zu dunkel. Ja, moin. Dankeschön. Und der, wobei der könnte auch richtig gut aussehen. Wir schauen gleich mal. So sehen auf jeden Fall die Swatches aus. Also... mal gucken, wie die sich auf dem Gesicht gleich machen. Ja, weil dieser Sunclusive ist definitiv eher so ein glowy Bronzer. Da muss man gucken, ob man den mag. Eigentlich habe ich jetzt ja meinen Creamy... das ist ja aus der gleichen LE, egal. Und hier haben wir eigentlich auch relativ groben Schimmer mit drin. Da schaue ich einfach mal, wenn ich den jetzt hier so auf die Stirn auftrage, wie das so wirkt. Ja, passt auf jeden Fall zu dem Blush Lighter und zu dem generellen Glowy insgesamten. Damit kann man den... Blushleiter vielleicht auch noch so ein bisschen ausblenden? Nö. Ja. Ist auch sehr, sehr hell, ne? Ja. Also da sieht man vor allem Glow. Hier vielleicht so auf der Stirn, ne? Also wenn man auf Glowy Bronzer steht, freut man sich sicherlich darüber, sofern man auch hier wieder vom Skin Tone eher fair unterwegs ist. Weil selbst bei mir sieht man ihn nur sehr subtil. Da hat selbst der Liquid Bronzer noch mehr Kapitis gehabt. Also auch aus der Nähe sehe ich relativ groben Glitzer. Also das muss man mögen. Vielleicht kann man die sich sonst irgendwie als Lidschatten oder so auftragen. Nun, ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal den Sun Obsessed auftragen. Das ist ja dieser Highlighter, der rosafarbene. Oh. Der macht jetzt erstmal für mich aus der Entfernung ein wunderschönes Finish. Huh. Oder möchte ich da den Santorini mal auftragen? Komm, dann machen wir das auch. Weil der Essence, der ist ja quasi nicht vorhanden, ne? Nehme ich den Santorini.
brauche einen Spiegel aus der Nähe, Leute. Also die haben auf jeden Fall mehr Kabittjes als der von Essence eben hatte. Oh, nee, der ist mir zu dunkel. Das sieht man auch, glaube ich, ganz gut, ne? Ups. Und hat hier auch relativ viel groben Glitzer. Wahrscheinlich bin ich da auch einfach mit einem viel zu großen Pinsel reingegangen, ne? So, hier habe ich aber einen sehr schönen Effekt. Also den rosafarbenen, den finde ich schon nice. Das muss ich wirklich sagen. Den finde ich toll. Das ist halt die Frage, muss man sich jetzt dann die ganze Palette kaufen, wenn man nur einen Ton davon feiert, ne? Das sei euch selbst überlassen. Dafür mache ich ja diese Videos, dass ihr das halt sehen könnt. Ich meine auch, dass diese LE bei Purish eingezogen sein könnte. Weiß ich nicht. So, Augenbrauen habe ich jetzt so nichts Neues. Deswegen nehme ich jetzt hier so von Eveline Cosmetics einfach meinen Augenbrauenstift. Und von Catrice den Super Glue als Augenbrauenfixierungsgel. Bei meinem Hashtag-Ungeschönt-Video hatten ein paar aufgeschrieben, dass sie es cool gefunden hätten, wenn ich hier nochmal eine richtige Review drüber mache. Mache ich jetzt. Das ist die Celestial Palette von Gender X Beauty mit Ellie und also mit Alicia Marie. Genau, also ne, das war halt nur, weil ich da sowieso das Video geplant hatte und die dann einfach mal aus Jux und Dollerei quasi verwenden wollte. Spaß mit Make-up und so. Und ja, jetzt in diesem Video wollte ich sie dann halt einfach nochmal... ja, ich sag mal, mit Spiegel verwenden. Wir haben hier eine wirklich sehr, sehr schöne Lidschattenpalette und ich kann euch auch hier gerne nochmal die Swatches zu einblenden. Da sind einige Toppertöne mit dabei, die man aber auch, wenn man sie so ein bisschen aufbaut oder mit einem Glitterglue verwendet oder so, auch super easy so verwenden kann. Ne? Also ich finde, dass sie sehr schön gestaltet ist und mir persönlich hat die Freude bereitet. Und ich habe auch schon einen weiteren Look damit geschminkt, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, jetzt machen wir hiermit auch mal ein Look. Ich lehne mich jetzt nicht weit aus dem Fenster und sage easy oder so oder einen schönen. Mal gucken, wie er wird. Ich habe die Pinsel jetzt weitestgehend schon verwendet. Also wir schauen mal. Ich mache die jetzt auch ein bisschen am Handtuch hier neben mir sauber. Denn auch dieses fantastische Pinselset habe ich mir natürlich bei DM dann gekauft. Ne? Also man kriegt die auch normalerweise auf der Gender X Beauty Homepage. Schaut da gerne mal rein. Die wird es auch... also so auf Instagram oder so würde ich dann mal bei Ellie gucken. Ne? Die werden das sicherlich auch posten, wenn da irgendwie was halt in Restock kommt. So, ich starte mit der Farbe, die ich tatsächlich auch sehr, sehr viel wahrscheinlich aus dieser Palette verwenden werde. Und zwar ist das Talisman. So ein wunderschöner Camel-Ton. Den habe ich mir jetzt ein bisschen abgeklopft, weil der ist schon intensiv. Ne? Und trotz Abklopfens habe ich noch so viel Farbe da drauf, dass ich den im Prinzip jetzt hier wirklich mit einem Mal reindippen schon als, ja, Farbe so nehmen kann. Also da muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel aufbauen. Krass. Aber ich meine, ich habe ja auch die anderen Paletten von Gender X Beauty hier und die haben schon eine gute Qualität, ne? Auch wenn die vielleicht ein bisschen verspielt für manche rübergekommen sind. Aber ich finde sie sehr, sehr, sehr empfehlenswert von der Qualität her. Wenn man da halt genau diese Color Stories sucht, ist man damit echt gut bedient, weil du bekommst eigentlich meiner Meinung nach schon eine ziemlich gute Qualität, die ich fast schon als High-End bezeichnen würde, für einen Drogeriepreis. Ne, das ist so BH Cosmetics weiterentwickelt. Ich blende jetzt hier mal mit so einem trockenen Pinsel noch ein bisschen oben rum und baue mir den noch ein bisschen auf, aber ganz, ganz vorsichtig, weil das ist halt wirklich stark pigmentiert, was ich cool finde. Auch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Nebenan trainiert unsere Nachbarin mit ihrem Hund. Läuft. So ein ganz, 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 ganz kleines bisschen verdunkle ich mir den mit Hexbag. Das ist dieser Rot. Ja, nee, das ist ein Schokobraun. Das ist ein richtiges Schokobraun. Ja. Einfach hier außen. Ich habe mich ja schon in dieses Lila verliebt, ne? Aber das hatten wir ja schon. Dann nehme ich jetzt mal Enchanted. Das ist dieser Ton hier. Den setze ich mir ohne Glitterglue einfach hier innen rein, bis zur Hälfte ungefähr. Ach, was soll's, ich setze mir den komplett drauf. Der ist schon schön. Also muss man wirklich sagen, ganz, ganz toller Schimmerschon. Ein Schimmerschon, genau. Der hat auch irgendwie noch so, weiß ich nicht, sind das unterschiedliche Größen von Sparkles oder so drin? Ich finde, dass er einfach sehr, sehr besonders in seiner Schimmerart ist. Und das gefällt mir einfach, ne? Also, ja, mag ich. Ich habe mir jetzt ein bisschen was von dem Fairy Dust hier aufgenommen. Wie gesagt, das kann man eigentlich auch als Topperton so sehen, ne? Oder ist eigentlich auch als Topperton gedacht. Der kommt hier auf mein inneres Drittel und auch in den Innenwinkel. Und der schimmert halt irgendwie so total abgefahren. Dadurch, dass ich den auf den bestehenden Schimmerton drauf gemacht habe, ist es quasi auf dem Lid zu so einem Gold geworden. Aber im Innenwinkel ist der ein bisschen heller noch, ne?
So, jetzt nehme ich mal diese Schätzelein von Hello Kitty in Anwendung, weil ich bin hier ja mit dem Finger in meinen Innenwinkel gekommen, also gegangen und ein bisschen zu tief gekommen. Und bei diesem sehr besonderen Spoolie haben wir nämlich hier noch so eine Gummibürste mit dabei. Ich meine, ich finde die hier ja schon richtig gut, ne? Aber dass wir hier auch noch eine Gummibürste mit dabei haben, lässt man jetzt noch mal ein bisschen mehr hüpfen. Denn mit sowas kann man eigentlich so solche Sachen ganz gut korrigieren. Wobei das mit der klassischen Seite etwas besser funktioniert. Sehr cooles Produkt, das sollte man sich vielleicht mal aus der LE angucken. Und man kann das jetzt natürlich auch so lassen. Ich mache jetzt noch einen kleinen Farbakzent rein. Und zwar nehme ich mir dafür einfach auch mit dem Augenbrauenstift, der auch mit in dem Pinselset drin ist, den Ton... Welchen will ich? Witching Hour oder Fortuna? Ich glaube, ich nehme Fortuna. Das ist so ein richtig schöner, schimmernder Grünton. Und den presse ich mir ganz nah an meinen unteren Wimpernkranz dran. Aber ich versuche es eigentlich eher so außen zu halten. Mal gucken, ob das so hinhaut. Dann ziehe ich mir noch ein bisschen was von Aurora hier so rein. Quasi als Verlängerung von dem Grün bis hin zum Inner Corner. Das ist schön. Das passt sehr, sehr gut zusammen. Mag ich. Macht den Look noch ein bisschen noch mehr interessanter, ne? Genau, und jetzt nehme ich auch diesen Pinsel, den ich jetzt gerade hier verwendet habe, für Dark Matter. Da mache ich mir jetzt wirklich mal einen Eyeliner mit. Das funktioniert richtig, richtig gut. Sieht auch richtig nice aus. Das mag ich. Also die Seite habe ich definitiv schöner hinbekommen als die Seite. Aber trotzdem, ich mag es einfach super gerne leiden, wie dieser Augenlook jetzt aussieht. Ne? Mir gefällt diese Kombination von den verschiedenen Schimmertönen, aber auch die matten Töne. Ich finde, das sieht einfach sehr besonders aus. Und ganz ehrlich, wann bekommen wir so eine Palette mal wieder in der Drogerie? Ne? Das ist echt Wahnsinn. Jetzt kommt auch gerade noch ein bisschen Sonnenlicht auf meinen Look. Wow. Jetzt habe ich auch noch ein Dewy Setting Spray drüber gegeben. Ha, ich habe es heute echt drauf. Gibt es da nicht irgendeinen Trend? Wet Look Face oder sowas? Habe ich heute safe, oh mein Gott. So, Catrice Wimpernzange kommt in Einsatz. Und dann habe ich in der Drogerie das hier als neu gekennzeichnet gesehen. Keine Ahnung, ob die wirklich neu ist. Die L'Oreal False Lash Oversized Eye Mascara. Die schaut so aus. Hat auch ein bisschen dieses Packaging von der Bambi Eye Mascara, ne? Oh, sehr nice. So ein Gummibürstchen, was halt auch wirklich sehr, sehr tannenbaumförmig ist. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Leute, ich würde das wirklich mal als opulent bezeichnen. Ne? Finde ich sehr, sehr schön. Ich muss gleich noch ein paar Patzer wegmachen. Ja, es klebt ein bisschen zusammen, aber ich persönlich finde das jetzt nicht schlimm. Ne? Ihr kennt das ja bei mir, dass ich jetzt auch so ein bisschen... verklebte und verdichtete Wimpern auch vollkommen feier. Und ich finde, dass es einfach den Look auch noch sehr komplettiert jetzt gerade. Ne? Also ich habe richtig schön meine Klimperwimpern und freue mir einen Keks dabei. Ja, jetzt kann ich hier nochmal mit dem Spoolie locker flockig ein bisschen Patzer wegmachen. Aber jetzt nochmal kurz aus der Nähe. Ne? Ihr habt es ja eben auch schon die ganze Zeit gesehen. Aber wie gut sieht bitte diese Base aus? Sie fühlt sich... tatsächlich so an, als könnte sie sich noch bewegen im Laufe des Tages, ne? Einfach weil es sehr, sehr warm ist, sind 28 Grad und ne, da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht etwas verrutschen könnte. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, es sieht einfach fantastisch aus und jetzt kommen wir noch zu den Lippen. Ich habe jetzt hier noch aus der Limited Edition von Hello Kitty diesen Caring Sheer Lipstick. Als ich den das erste Mal auch aufgetragen habe, habe ich mir gedacht, der schmeckt schon nach Kinderschminke. Also das ist jetzt so nicht das hochwertigste Produkt aus der LE. Und wirklich, sheer ist der nicht. Der hat schon eine Farbe, ne? Aber ich finde die schön. Das ist halt so ein schöner, schon relativ greller Ton eher, ne? Aber ich finde, es passt einfach so in diese Sommer, ja, Frühling, Sommerzeit, ne? Wir haben jetzt ja Sommer. Das heißt, da darf es halt auch einfach mal eine etwas knalligere Lippe sein. Mir gefällt der fertige Look tatsächlich sehr, sehr gut. Ihr Lieben! Ich glaube, das war's, ne? Ja. Wie gefällt euch der Look? Genau, das ist halt auch nochmal so eine Frage. Habt ihr vielleicht auch schon diese Gender X Beauty Kollektion gefunden? Und wie waren eure Looks dazu? Bin ich auch sehr gespannt, welche Farben habt ihr in Kombi verwendet? Und die Vögel beschweren sich schon draußen. Ihr Lieben, wenn es euch hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.